Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Alles, was sich bewegt. Der Theo und ich stehen jetzt vor den Kugelexperimenten. Was meinst du, Theo? Was kann man hier ausprobieren? Das kenne ich. Man lässt die Kugeln zusammenstoßen. Richtig, hier steht es auch. Der elastische Stoß heißt dieses Experiment. Der elastische Stoß? Ja, den Fachausdruck musst du dir nicht merken. Es stehen auch keine Formeln da, wie du siehst. Es geht im Prinzip wieder darum, dass wir ein Experiment machen, du es beobachtest, versuchst zu verstehen und vielleicht im Nachhinein sogar zu wissen, warum es so passiert. Also, lass uns mit diesen beiden Kugeln beginnen. Was meinst du, was passiert, wenn ich die eine Kugel auf die andere schwingen lasse? Ich weiß es. Die eine Kugel bleibt stehen und die andere bewegt sich ein wenig. Dann probieren wir es mal aus. Und was siehst du? Die eine schwingt weg und die andere bleibt stehen. Sehr gut beobachtet. Es gibt auch ein Experiment mit 6 Kugeln und da wird es erst spannend, was da passiert. So Theo, jetzt sind wir bei dem Experiment mit den 6 Kugeln. Nimm mal eine Kugel in die Hand. Was meinst du, was passiert, wenn du sie auf die anderen schwingen lässt? Eine schwingt weg. Probieren wir es aus. Und da hast du recht gehabt. So, was meinst du, was passiert, wenn du 2 Kugeln nimmst? 2 schwingen weg. Versuchen wir es. Und schon wieder hast du recht gehabt. Sehr gut. Dann steigern wir uns ein bisschen und versuchen es dann mit 4 Kugeln. Was meinst du, was da passiert? Immer muss ich vor den Experimenten wissen, was geschieht. Experimente sind doch da, um es auszuprobieren. Da hast du natürlich recht. Also Theo, dann lass die Kugeln mal schwingen. Und was kannst du beobachten? 4 Kugeln schwingen auf 2 stehende Kugeln und 4 schwingen wieder weg. Ganz richtig. Pauline, du hattest ja schon Physikunterricht. Könntest du mir bitte noch ein bisschen mehr darüber erklären? Du verlangst aber einiges. Ich werde es versuchen. Jede der 4 Kugeln besitzt eine Energie. Wenn diese 4 Kugeln auf die beiden ruhenden Kugeln auftreffen, übertragen die ersten beiden Kugeln ihre Energie auf die ruhenden Kugeln. Die Energie der 3. und 4. Kugel kann nicht verschwinden. Diese geben ihre Energie auf die ersten ankommenden Kugeln weiter. Und diese schwingen dann mit den beiden ruhenden Kugeln mit. Ich hoffe, du hast meinen Erklärungsversuch verstanden. Ja, jetzt denke ich schon, dass ich wenigstens etwas verstanden habe. Aber was ist das hier für ein Experiment? Das möchte ich noch nicht verraten. Wir würden uns nämlich sehr freuen, wenn ihr ins Deutsche Museum in die Physikabteilung kommt und diesen und natürlich alle anderen Versuche selber ausprobiert.